Ah, hier sind wir ja schon. Hier sind wir ja schon daheim. Kira, ich bin wieder da. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? So, Mädchen, was hast du zu sagen? Kira, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du sagtest, du hättest eine Bitte an mich. Was willst du mit einer magischen Lampe? Ich würde dir gern was abkaufen. Was kann man da denn abkaufen? Ich bin jetzt mal gespannt, was es gibt. Das hat sie. Du willst wohl... Ja, ich will einen Blick drauf werfen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was die hat. Oh, hübsche Steinchen. Fünf Prozent. Uhuhu, Alter, habt ihr mal die Preise gesehen? Über 1000. Und was ist das hier? Schema. Ist ja cool, man. Es gibt sogar Schemen, wie ich sowas herstellen kann. Ist ja lustig. Die ganzen Dinger hier, die Rezepte, könnte ich mir eigentlich mal kaufen. Ist zwar teuer, aber naja, was haben wir hier? Eine Einführung, angewandte Magie. Die Loge der Zauberin. Könnten wir eigentlich alles mal hier mitnehmen, obwohl es relativ teuer ist. Gut, es geht noch. Aber hier die ganzen Rezepte, die knallen ein bisschen rein. Aber ich will ja alle Rezepte haben, also muss ich wohl oder übel diese Preise bezahlen. Was ist das? Trank der Leerung. Artillerist. Alle investierten Fertigkeitspunkte werden zu... Ah, cool, werden zurückgesetzt. Das ist ja auch cool. Okay, du sagtest, du hättest eine Bitte an mich. Was willst du mit einer magischen Lampe? Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. So. Na, dann gucken wir mal, was sie von mir wollte. Ich hoffe, kein Sex. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Außer Geralt. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Gerne doch, also meinetwegen. Warum willst du den Fluch brechen? Viserat hat die Bauern umgebracht? Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier.
Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Also gut, dann würde ich sagen, wir nehmen diese Quest an. Ich will eigentlich alle Quests machen, ja, ihr sicherlich auch, ihr wollt sicherlich auch alles sehen. Ja, also man macht, glaube ich, nichts verkehrt, wenn man einfach jede Quest annimmt, die geht. Und das machen wir natürlich auch. Ich werde dir helfen, Kira. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Magische Lampe. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ja. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretosa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Xenogloss. Lipgloss. Besser als Lipgloss. Xenogloss, nie davon gehört. Was ist es? Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Okay, dann kann ja auch keiner mitlauschen, wenn wir sprechen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wo hast du das hübsche Ding her? Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich hab nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Also kann vielleicht doch jemand mithören. Na ja, gut. Steht nicht zur Auswahl, steht nicht zur Debatte. Also auf zur Reuseinsel. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. Okay. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Danke. Bitte, Mäuschen. Bitte, mein Spätzchen. Questgegenstände. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Drücke R1 oder halte R1 gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Haben wir das Ding jetzt magische Lampe? Alles klärchen? Also gut. Machen wir uns mal auf den Weg. Sie hat gesagt, das Bötchen steht hier hinten. Also ich kann das Bötchen von ihr nehmen. Warum habe ich jetzt Reiseziel Skellige? Die Pflanze nehmen wir auch schnell mit. Jetzt muss ich aber nochmal schnell schauen. Wir haben noch gerade eine neue Quest angenommen. Warum habe ich jetzt diese komische Quest? Nebenquest muss das sein. Begib dich zur Startlinie.
Ist die Quest noch nicht fertig? Ach so, besiegt den Baron im Dings, okay. Ist denn das jetzt Freiwilliger? Verstehe ich jetzt nicht. Wo ist denn jetzt die Quest, die wir jetzt gerade gekriegt haben? Raff ich nicht. Bin ich jetzt irgendwie betrunken? Ja. Such im Arbeitszimmer des Barons, begib dich zu Start. Ach so, hier haben wir das doch. Stufe 6. Ein Turm voller Ratten. Ja, da gehen wir doch mal hin. Warte mal. Wir lesen uns ganz kurz nochmal die Quest durch, damit alle wissen, worum es geht. Wo haben wir sie? Und warum der nicht immer das offen lässt, was wir jetzt haben? Also, ein schrecklicher Fluch lastete auf der Reuseinsel und ihrem Turm. Ein halbes Jahr zuvor hatte Graf Weserath mit seinem Hof dort Zuflucht vor den Nilfgaardern gesucht. Während ringsrum der Hunger regierte, schwelgte der Herr von Velen in Exzessen und scherte sich keine Spur um die Nöte seiner Vasallen. So hielten die Götter es für angebracht, ihn mit seinem Fluch zu strafen. Mäuse strömten in den Turm und verschlankten Weserath, seinen Hofstaat und seinen Magier Alexander. Von diesem Tag an spukte es auf der Insel und die Fischer mieden den See. Dies schadete wiederum der örtlichen Wirtschaft, die ohnehin schon gebeutelt war. Die Bauern baten schließlich Kira, den Fluch zu brechen. Kira bat ihrerseits Geralt um Hilfe. Geralt erlag ihren Charme und ihrem Zahlungsangebot und nahm den Auftrag an. Die warte mal, ich möchte doch hier runterscrollen. Wie kann ich denn hier runterscrollen? Ah. Moment. Wo waren wir? Die Zauberin gab ihm eine magische Lampe, über die er mit den Seelen Verstorbener kommunizieren könnte, klopfte ihm ermutigend auf den Rücken und schickte ihn los, um den Fluch zu brechen. Jo, wir schauen uns das Ganze mal an, Kira. Ich glaube, wir können dir da helfen. Aber zuerst töten wir mal dieses räudige Ungeziefer hier unten. Wenn sie nicht schon wieder wegrennen würden. Ich raff es nicht. Ich raff es einfach nicht. Laufe ich einfach mal hinterher. Jo. Stirb. Kommt der Ertrunkene nicht her? Mann, Alter, ich will den doch bloß looten. Das System hier, ne? Das System hier. Manchmal ist es echt ärgerlich. Echt ärgerlich manchmal. So, das hätten wir. Schnell mal hier rüber. Was haben wir denn hier? Haben wir irgendwas? Nee. Ein paar Meterchen sind es noch. Wir wollen zum Boot. Was haben wir hier? Auch nichts Besonderes. Hier ist das Bötchen, was Kira uns spendiert. Um auf diese wunderschöne, schöne, mysteriöse, volle Insel zu kommen. Jo. Schnellreisen. Du kannst schnellreisen, während du dich auf ein Boot befindest, jedoch nur an Orte, die auf deinem Wasserweg erreichbar sind. Um mit dem Boot schnell zu reisen, öffnest du die Weltkarte, während du dich am Ruder befindest. Du kannst an jeden Ort schnellreisen, der mit einem Anker markiert ist. Wie weit müssen wir denn fahren? So ein bisschen durch die Gegend fahren ist doch eigentlich ganz schön, oder? Wenn das Boot schneller wäre. Ich hab schon gedacht, der hängt jetzt hier fest. Ist doch eigentlich recht flink unterwegs, oder? Das Ding abgeht, das Bötchen. Zu schnell unterwegs, das Gefährt. Ein bisschen die Aussicht genießen, die Umgebung. Ist doch wunderschön, oder? Es ist einfach wunderschön. Wie die Bäume im Wind flattern. Die Karnickel bumsen am Wegesrand. Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Was? Ja. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden? Oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. So, da haben wir das Inselchen schon, glaube ich. Lass uns mal ganz kurz auf die Karte schauen, wie groß die Insel eigentlich ist. Ah, okay. Hier sind wir also. Ah, und da ist der Turm. Cool.
wirklich cool. Jo Leute, wir legen an und zwar gleich und natürlich seht ihr das in der nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Like, ein Kommentar, ja, oder vielleicht sogar ein Abonnement würde mich total freuen. Und ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas Besonderes sehen wollt, irgendwas Besonderes wisst oder so, ne. Wir können gerne über das Spiel diskutieren und ihr könnt euch natürlich auch gerne auch nach anderen Videos umschauen in meinem Kanal. Ihr werdet sicher fündig. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaut auch wieder bei der nächsten Folge rein. Bis dann, tschüss.